Schönen guten Abend zur Weinverkostung hier im Berghotel. Also wir probieren heute zwei Weißweine, zwei Rotweine. So als kleine Einstimmung, was Südtirol zu bieten hat. Das Schöne bei Südtirol, dass es eine Region ist, die viele Facetten hat. Also man trifft Weiß, Rot, Rosé, Süßweine, Sekte, also alles mögliche an. Und in Südtirol haben wir über 20 verschiedene Rebsorten. Also wirklich für jeden was dabei, man muss nur suchen und finden. Und über 90% sind DOC-Weine, also gesetzlich kontrollierte Weine. Und als ersten Wein habe ich den Kuckuck vom Vogelsanghof bei Brixen. Sie wollten einen Wein machen, der richtig natürlich ist. Und auch die Natur ist unser größtes Gut. Deswegen die ganzen Biwi-Sorten, biodynamische Bio-Weine. Zum Wohl mal. Und auch schon in der Nase, da, also hat er eine schöne Frucht. Und angefangen hat es damit, dafür, sie haben den Hof gekauft. Und dann hat der Walter, der Juniorchef, mit Freunden angefangen, ja, sie wollten einen richtig schönen, natürlichen Wein produzieren. Und so hat alles seinen Lauf genommen. Also generell wird in Südtirol Hälfte Rotwein, Hälfte Weißwein produziert. Und das macht auch den Unterschied in Südtirol aus, dass man wirklich zu jedem Winzer einzeln hinfahren kann, probieren kann, verkosten kann. Und Kerner ist eigentlich eine deutsche Sorte. Kerner wird auch gerne von italienischen Gästen getrunken. Die brauchen was Kräftiges, Aromatisches. Das Zentrum von Weinbau in Südtirol ist Bozen, unterhalb von Bozen, Kalterer See. Und als Rotwein haben wir heute im Sandhof und das ist die Kellerei, die am höchsten gelegen ist in Südtirol. Und Robustus, der Name, wegen der Traube weiß ich, Robustus. Voller kräftiger Wein, enthält zu viel Tannine. Und auch heutzutage kommt man wieder zurück, dass man wirklich schauen, was regional ist, was saisonal ist. Deswegen haben wir auch die Weinkarte umgestellt, dass wir wirklich an erster Stelle die Produzenten gegeben haben, von denen wir überzeugt sind, dass sie gut, schön, natürlich arbeiten. Als letzten Wein habe ich den Rubus und der wird im kleinen Barrikefass ausgebaut. Aber schön leichte Holznoten dabei, ein voller Wein und schön im Abgang. Achso. Plus gibt es eben so kleine Weinbauern, die den Wein machen nach ihren Vorstellungen. Auch teilweise, dass der Vater nicht mehr weitermachen wollte, also Viehzucht hatte. Und der Junge kommt her und macht auf einmal, also fängt an Wein zu machen. Jetzt hat man einen kleinen Einblick in die Südtiroler Weinwelt bekommen. Ja. Schönen Dank. Bitte schön, gerne. Bitte, bitte. War sehr lecker, wirklich. Moment. Wir sehen uns, ja.